Mit dem Longboard schon wieder vorbei. Aber ich würde gerne da hinten in diese Ecke da. Hallihallo Freunde. Das sieht doch nach einem Traum aus, oder nicht? Also das ist einfach das, was ich wollte. Hier bin ich fast alleine, es sind nur ein paar Jogger unterwegs. Jetzt werde ich gleich mein Frühstück hier zu mir nehmen. Ihr habt schon gesehen, es sind 100, 150 Meter ungefähr bis zum Meer jetzt von meinem Bus aus. Da werde ich dann schön frühstücken und dann werden wir sehen, was der Tag so bringt. Auf jeden Fall, ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Ich bin froh, dass ich hierher gefahren bin und freue mich, dass ihr dabei seid und dann hoffe ich auch, dass es euch gefällt. So, jetzt habe ich aufgefrühstückt und ich habe mir jetzt überlegt, ich möchte mal hier so die Küste, sage ich jetzt mal, langfahren mit dem Longboard. Mal gucken, ob das funktioniert, weil die joggen hier alle lang und die fahren mit dem Fahrrad hier alle lang und so. Und ja, irgendwas muss da ja vielleicht hinten sein oder so und dann packen wir jetzt mal Sachen und ja, düsen mal los. Beste, um hier zu fahren, aber es geht auf jeden Fall. Aber schöne Aussicht hier. Ja, jetzt scheine ich wieder an so Stränden angekommen zu sein, aber hier ist auf jeden Fall noch nicht so viel los. Ja, schön, macht Spaß. Ist jetzt aber auch erst 20 nach 10, also hier geht bestimmt noch einiges. So, jetzt ist es auch mit dem Longboard schon wieder vorbei. Aber ich würde gerne da hinten in diese Ecke da. Ja, mal gucken, ob ich da hinkomme. Hier ist jetzt auf jeden Fall schon mal ein kleiner Strand, wo es noch ganz, ganz leer ist. Ah, ist das schön. Boah. Also hier scheint irgendwie so eine Hundestrandecke zu sein, weil die ganzen Besitzer hängen hier mit ihren Hunden ab. Und eben waren da zwei Hunde. Da hat sie mich sogar schon zurückgehalten. Also erstmal, dass ich anhalten sollte. Und ja, die waren nicht so nett, glaube ich. Die Hunde, meine ich. Ja, aber schön ist es hier auf jeden Fall. War ganz cool. Einfach rumzustratzen so. Schön, kann ich nur empfehlen. Also ihr habt es ja gesehen, hier ist quasi nichts. Und dann ist hier einfach so ein Steg irgendwie für die Boote oder so. Ich frage mich natürlich schon, wer sowas dahin baut, weil das sieht nicht so Larifari-mäßig aus, sondern hier ist so eine richtige Schlaufe drin und sowas alles. Irgendwie, ja, finde ich ein bisschen merkwürdig, weil man kommt hier auch nirgends hin halt. Also man kann wahrscheinlich da hinten raus und dann wieder zu den Stränden da hinten, wo ich war. Aber ansonsten ist hier nichts. Ja Leute, ich wollte mal sagen, dass es mir so ein bisschen leid tut, dass für die Leute, die jetzt gedacht haben, dass irgendwie so ultra-actionreiche Vlogs hier aus Kroatien kommen. Aber ich bin mehr so der Typ, wenn ich jetzt vor allen Dingen alleine unterwegs bin, dann möchte ich ein bisschen entspannen, dann möchte ich irgendwie mir schöne Plätze raussuchen, so wie den hier gerade, wo man quasi fast alleine ist. Gut, ein, zwei Leute sind natürlich da, aber das ist einfach so mein Ding. Und ich meine, das ist auch ein Teil dessen, was man auf Reisen einfach machen muss, finde ich persönlich. Also ich hoffe, euch gefällt's und bleibt dran, wenn ihr auf jeden Fall mehr sehen wollt. So, jetzt war ich bestimmt 2 Stunden an dem Ort. Und für mich geht es jetzt auf jeden Fall zurück zum Bus. Dann mal ein bisschen vielleicht Video schneiden für euch. Und eine kleine DVD gucken oder so. Würde gerne mal ein bisschen Filmchen gucken. Und auf dem Hinweg bin ich natürlich schön am Wasser da entlang gekraxelt und so. Und hier ist ein
Wunderbarer Weg. Ah. Ja. Naja, aber es ist auch mal schön, am Wasser lang zu gehen. Und vor allen Dingen, halt wie gesagt, ohne Menschen. Ist ganz nett. Auf jeden Fall. So, Freunde. Jetzt bin ich hier an dem Ort auch irgendwie durch. Ich habe alles erkundet. Ich habe echt mega, mega mäßig entspannt. Lag viel in der Sonne, war im Wasser. Alles Mögliche. Und jetzt möchte ich gerne weiter nach KRK, also wie auch immer das ausgesprochen wird. Und möchte da mal schauen, ob ich vielleicht das erste Mal auf den Campingplatz gehe, weil ich möchte mein MacBook gerne aufladen, ich möchte ein bisschen schneiden und ja, dann schaue ich mal gucken, ob das wirklich dazu kommt oder nicht, das werden wir dann sehen, aber dann schauen wir uns da auch noch heute ein bisschen um, weil es ist 16:30, ja, und da haben wir noch ein bisschen Zeit, denke ich. So, Freunde, ich bin jetzt angekommen, das war 15 Minuten Fahrt oder so, ganz simpel. Ich bin jetzt bei dem Autocamp Bohr, heißt das. Und ich hatte vorher schon mal ins Internet geguckt, was das kostet so. Und ich habe ihn jetzt noch ein bisschen runtergehandelt. Habe gefragt, ob halt kleines Auto und so, nicht Wohnmobil, bla. Und zahle jetzt statt 25, 26 Euro, zahle ich jetzt ungefähr 21 Euro. Nicht viel, aber ein bisschen halt. Immer mal nachhaken auf jeden Fall. Und ja, da suchen wir uns jetzt mal einen schönen Platz und dann gehe ich nochmal auf jeden Fall an den Strand. Ich möchte auch noch eine Taucherbrille kaufen und schnorcheln und so. Mal gucken, ob ich das heute vielleicht auch noch mache. Ja, dann sehen wir uns gleich. So, Freunde, jetzt war ich eben gerade das erste Mal einkaufen. Ich habe so für 36 Kuna oder so irgendwas eingekauft. Ich habe 2 Brote gekauft, ein bisschen was zu trinken, ein bisschen was Süßes noch für heute Abend. Und ja, es gibt so Chili con Carne mit Brot halt. Und ich lasse es mir schmecken. Ich war eben gerade in der Stadt, beziehungsweise auch so ein bisschen am Hafen und am Strand, ohne Equipment nochmal wieder, weil ich ja immer ein bisschen Schiss habe davor, dass mir das geklaut wird oder so, wenn ich im Wasser bin. Und es ist auf jeden Fall wieder ein schöner Ort, ein schöner Hafen. Und wenn es euch gefallen hat heute, dann gerne einen Daumen nach oben geben für die schönen Strände, die verlassenen Strände, die ich gesehen habe oder gefunden habe. Und ja, wenn ihr mehr sehen wollt, auf jeden Fall abonnieren. Es kommen weitere Vlogs und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video auf jeden Fall wiedersehen. Haut rein!